Hallo, heute wollen wir eine Glastür installieren. Das heißt keine normale Zimmertür aus Holz, CPL oder eine Wabentür, sondern eine aus massivem Glas, die deutlich schwerer ist. Allerdings gibt es dabei ein paar Sachen zu beachten. Zuerst einmal sind diese Scheiben relativ robust und man kann sie zuschmeißen, man kann sich davor stürzen, die brechen nicht so leicht, weil sie aus einem Sicherheitsglas gefertigt sind. Sie sind deshalb allerdings auch relativ dick und gefährdet zu platzen oder zu zerbrechen, wenn man sie unvorsichtig auf den Boden stellt. Aus diesem Grund sollte man immer ein Stück Holz oder ein anderes weiches Material unterlegen und die Kappen, die zum Schutz an den Rändern angebracht sind, erst im allerletzten Moment entfernen. Beim Kauf einer solchen Glastür sollte man sich unbedingt das passende Beschlagset mitgeben lassen. Denn es ist absolut wichtig, die passenden tragenden Scharniere für diese Glastür zu besitzen, damit sie die Last auf die Zarge übertragen können. Und auch die Zarge selber muss stabil und fest in der Wand montiert sein. Und die Zarge für die Aufnahme der Scharniere sollte nach Möglichkeit sogar noch stabilisiert werden. Wenn man die Zarge an einen Holzbalken anflanscht, so sollte man die Möglichkeit nutzen und hier Stabilisierungsschrauben noch bis in den Holzbalken reinzutreiben. Und damit die Zarge wirklich bündig am Balken anliegt, haben wir hier entsprechend ausgefräst, damit die Aufnahme des Scharniers nicht auf dem Holz aufliegt und die Zarge im Rest des Raums in der Luft schwebt. Mit passenden zusätzlichen Bohrungen können wir nicht nur die Aufnahme des Scharniers zusätzlich im Holzbalken fixieren, auch die gesamte Zarge können wir problemlos hier an dem Balken anflanschen und eine Verwindung der Zarge vermeiden. Sollte die Installation im Mauerwerk stattfinden, so kann man natürlich die Schrauben mit Hilfe von Dübeln im Stein fixieren. Alternativ kann man sich, wenn der Platz es zulässt, ein entsprechendes Holzbrett vorher an das Mauerwerk anschrauben, um später die Zarge gegen das Holzbrett zu verschrauben. Der einzige Nachteil einer derartigen durchgehenden Versteifung wären die später sichtbaren Schraubenköpfe. Wer diese nicht sehen will, sollte von innen mit kurzen Schrauben die Halterung versteifen. Eventuell ergibt sich bei Scharnieraufnahmen, die weiter nach außen gehen, die Möglichkeit, die Schraube diagonal an der Stelle der Dichtung einzusetzen, sodass sie im späteren Verlauf verborgen bleibt. Der Aufbau der Zarge ist wie bei jeder anderen Zarge. Die mitgelieferten Bänder werden wir nicht benutzen. Stattdessen bedienen wir uns eines Beschlagsets für Glastüren. Hier haben wir die passenden Bänder parat. Dazu die Anbauteile für die Glastür. Den Drückerkasten mit Abdeckung. Und die Griffe. Drückerkasten und die Bänder sollten sehr vorsichtig auf dem Glas montiert werden, denn zu hoher Druck kann das Glas zum Platzen bringen. Auch sollte das Metall in keinster Weise direkt mit dem Glas verbunden werden. Aus dem Grund gibt es überall Gummidichtungen oder Gummiunterlagen, wie hier, welche das Glas vor direktem Kontakt mit dem Metall schützen. Und jetzt kann man wie gewohnt die Zarge mit Spreizen und Keilen einspannen und mit leider giftigem Montageschaum einschäumen. Oder aber man nimmt weiter Schrauben und verspannt die Zarge mit der Unterstützung von kleinen Holzplättchen auch auf der anderen Seite. Solche Abstandshalter kann man sich mit einer Kapp- und Gehrungssäge oder auch Kreissäge zusägen. Es gibt auch verschiedene Maße im Baumarkt zu kaufen. Befestigt wird die Zarge natürlich an den Bändern, aber auch in Höhe des Türschlosses.
Das heißt auch hier, hier und hier. Geschäumt wird je nach Zarge oberhalb und unterhalb der Bänder, damit kein Bauschaum in das Band eindringt. Und auch hier am Schloss kann es sein, dass Bauschaum in den Bereich der Faller gerät. So sollte man eher ober- und unterhalb schäumen. Bei der Installation der Glastür, welche in der Regel aus ESG, Einscheibensicherheitsglas, gefertigt ist, sollte man vorsichtig vorgehen und nach Möglichkeit eine weiche Unterlage verwenden. Der Kantenschutz an der Unterseite der Tür wird erst nach der Installation entfernt. Und beim Anbringen der Bänder sowie des Schlosses wird diesmal auf einen Akkuschrauber verzichtet und nur mit der Hand leicht vorgespannt. Denn zu viel Kraft kann das nur 8 mm starke Glas brechen. Zum Anbringen der Glastür an den Bändern sollte man am besten zwei Personen benutzen und man muss aufpassen, dass das Glas an keiner Stelle mit der Schraube oder dem Metall verbunden ist. Aus diesem Grund benutzt man noch derartige Gummihülsen, die man beim Anschrauben zwischen Schraube und Glas installiert. Wenn die Tür jetzt fest sitzt und sich bewegen lässt, ohne dass sie weiter arbeitet und nach unten rutscht, was ja durchaus passieren kann, dann müssen wir natürlich prüfen, ob alle Ecken bündig in der Zarge sitzen. Dafür kann man jetzt die restliche Verpackung des Glasblatts entfernen. Das Schloss besteht aus Standardkomponenten, ist allerdings auch mehrschichtig aufgebaut. Erstmal, um einen schönen, edlen Edelstahlabschluss zu schaffen, aber auch, um mit diversen Gummilagen das Glas zu schützen. Und falls Ihre Glastür trotz perfektem Einbau mit der Zeit herunterrutscht oder die Bänder schief stehen, so haben wir hierfür ein passendes Video, in dem wir verschiedene Lösungen anbieten.